Befinden sich Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser etwa wieder im Clinch? Eigentlich scheint es so, als finden die Schwestern nach einigen öffentlichen Reibereien endlich zueinander. Doch in letzter Zeit ist es verdächtig still um ihre geschwisterliche Beziehung. Aber nicht nur das. Die beiden entfolgen sich sogar auf Instagram. Offenbar wollen sie aktuell so gar nichts von dem Netzleben des anderen mitbekommen. Und das in einer Zeit, die vor allem für Jenny ganz besonders ist. Die Ex-Dschungelkönigin erwartet momentan ihr erstes Baby. Die Influencerin gibt ihren Followern bereits jede Menge süße Einblicke in ihre Schwangerschaft. Kurz nach der Verkündung der schönen Nachricht gratulieren der 29-Jährigen Fans, Prominente und Familienmitglieder. Doch eine prominente Gratulantin fehlt, ihre Schwester Daniela. Bis jetzt äußert sich die Goodbye-Deutschland-Bekanntheit nicht öffentlich zu Jennys Schwangerschaft. Stattdessen geht der Kultblondine jetzt aber ein bissiger Spruch über die Lippen. Der Grund? Immer wieder wird Jenny und ihrer Mutter Iris vorgeworfen, nur aufgrund ihrer Verbindung zur berühmten Dani bekannt zu sein. Die 35-Jährige kann nachvollziehen, dass es nicht das beste Gefühl ist, immer in ihrem Schatten zu stehen. Doch Dani stellt klar, ihre Familie profitiere auch enorm von ihr. Ich verstehe den Punkt schon irgendwie, aber ganz ehrlich, und ich lasse mir da auch nicht die Gosch verbieten, es ist ja jetzt nicht so, als ob meine Familie nichts davon hätte. Fette Sorry, aber ist ja so. Ob das der Grund ist, warum Dani gerade wieder nicht besonders gut auf ihre Familie zu sprechen ist? Im Promi-Flash-Interview nach Jennys Dschungelcamp-Sieg betont Dani noch, wie stolz sie auf ihre Schwester ist. Die Mutter der kleinen Sophia ist voller Hoffnung, dass Jenny aus ihrem Schatten heraustritt und ihren eigenen Karriereweg geht. Natürlich, weil ich weiß, dass sie jahrelang sehr drunter gelitten hat, weil sie eben nur die Schwester von war. Und jetzt kann sie eben so einen eigenen Weg aufbauen. Jetzt hat sie die Möglichkeit, sie hat ja wahnsinnig viel Sympathiepunkte gewonnen. Weil sie war ja wirklich nur die Lester-Schwester, sage ich jetzt mal. Die musste sich da, also im Gegensatz zu den anderen, richtig von ganz unten ganz hoch boxen. Doch offenbar ist der Bekanntheitsgrad von Dani immer noch ein Thema bei der Familie. Ob die beiden Schwestern sich zu ihrem aktuellen Verhältnis wohl noch äußern? In einem früheren Interview mit Promiflash erklärt Jenny, dass sie Streitereien aus der Öffentlichkeit heraushalten will. Also was ich gelernt habe, ist einfach sehr, sehr viele Dinge so stehen zu lassen, wie sie sind und gar nicht zu versuchen, dagegen anzukämpfen, weil das kostet einfach nur meine Kraft, die ich halt einfach anderweitig oder irgendwo anders halt einsetzen kann. Doch ob hinter verschlossenen Türen oder in aller Öffentlichkeit. Fans können nur hoffen, dass die Schwestern ihren Konflikt beilegen, damit sie sich gemeinsam auf Jennys anstehenden Nachwuchs freuen können.